Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal diesen riesigen Karton aus, in dem sich das wahrscheinlich abgefahrenste Objektiv befindet, das ich jemals gesehen habe. Viel Spaß! Bevor ich jetzt aber gleich mein großes Unboxing-Messer schnappe, hier einmal schön die Packung aufschlitze und euch alles im Detail zeige, wollte ich euch erstmal erzählen, was es überhaupt mit diesem Objektiv auf sich hat und wieso ich gerade hier sitze und ein Unboxing dazu drehe, denn es kommt ja jetzt nicht gerade alle Tage vor, dass wir hier auf dem Felix-Bar-Kanal Objektive auspacken. Und die Geschichte geht ungefähr so. Ich folge auf Instagram einer Menge Cinematography-Accounts. Das sind so Accounts, die immer mal wieder kreative Aufnahmen aus irgendwelchen Kinofilm oder Werbespots oder sonst woher posten, damit man sich da ein bisschen Inspiration holen kann, was so alles mit Kameras möglich ist. Aber vor einem Dreivierteljahr haben die irgendwie nach und nach alle angefangen, eine neue Art von Aufnahme zu posten, die ich noch nie vorher gesehen habe. Das waren immer irgendwelche Shots, wo die Kamera durch super enge Bereiche hindurch fliegt mit einem super nah eingestellten Fokus und einem unscharfen Hintergrund. Das sah super beeindruckend aus und ich war direkt richtig begeistert, weil ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt habe, was ist das für ein Werkzeug, mit dem man solche Aufnahmen hinbekommen kann, weil eine GoPro ist es garantiert nicht, einfach schon allein deswegen, weil man eine so nahe Naheinstellgrenze nicht mit der hinbekommt, eine große Kamera kann es nicht sein, weil die passt durch diese engen Bereiche nicht durch, also was ist es? Und dann, als die ersten Behind-the-Scenes-Aufnahmen online gegangen sind, hat man dann gesehen, es ist eine ganz neue Art von Objektiv, ein Schnorchelobjektiv, das super lang ist und vorne tatsächlich sogar auch noch ein Licht dran hat und auf Vollformat-Kameras passt. Das hat mich direkt mega mitgerissen. Ich habe nachgeschaut, was dieses Objektiv kostet und ja, das sind fast 2000 Euro, also habe ich dann erstmal geschluckt und mir gedacht, ja, ob ich das jetzt bestelle, I don't know, ich weiß ja nicht mal, ob man damit überhaupt Technik gescheit filmen kann. Aber dann kam The Verge um die Ecke. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die machen amerikanische Technikvideos und die haben mit diesem Objektiv einen unglaublich geilen Shot für ihr Samsung Galaxy Fold Review Intro hingezaubert. Und da war mir dann klar, okay, es muss auf jeden Fall gehen. MKBHD hatte sich das Objektiv dann auch noch geholt und damit ein bisschen rumgespielt und dann wusste man schon, okay, Technikfilm, das geht damit. Aber trotzdem, so viel Geld nur für Spezialaufnahmen. Ich war teilweise schon so kurz davor, es zu bestellen, aber das hat mich dann doch nochmal aufgehalten. Bis dann irgendwann Kilian, ihr kennt ihn locker auch alle von Ino Review, sich dieses Objektiv geholt hat, um für sein Studium Bachelor-Film-Dreh einen bestimmten Shot zu machen. Dann hat er natürlich auch angefangen, das ganze Ding für Technikvideos einzusetzen und er hat es so ein bisschen auf eine dezentere Art und Weise gemacht. Und das war dann so ein bisschen der Moment, wo bei mir das fast dann übergelaufen ist, dank dem letzten Tropfen quasi. Weil mir bewusst war, okay, man kann dieses Objektiv eigentlich super vielseitig einsetzen, auch wenn es einige Einschränkungen hat, zu denen wir gleich noch kommen, ist es scheinbar doch möglich, damit super viele unterschiedliche Dinge zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, fuck it, okay, ich bestelle mir das jetzt und probiere einfach mal raus, was ich vielleicht damit hinbekommen kann. Und jetzt steht es hier vor mir, ich habe mit Kilian ein bisschen darüber gequatscht, was es so mit dem Objektiv auf sich hat und so weiter und so fort. Und er hat mir gesagt, ey, yo, wenn du das bekommst, du musst unbedingt ein Unboxing drehen, weil die Verpackung scheinbar super besonders ist. Ich habe die noch nie gesehen, ich habe kein anderes Unboxing-Video dazu gesehen. Ich habe sogar hier noch den großen Pappkarton vom Versand rumgelassen, weil ich mich in keinster Weise spoilern wollte, was dieses Objektiv angeht. Und jetzt will ich das einfach mal mit euch zusammen auspacken, um zu schauen, was sie da jetzt eigentlich genau gemacht haben und was man da für seine knapp 2000 Euro eigentlich genau bekommt. Aber gut, jetzt ist der Moment gekommen. Großes Unboxing-Messer ist da und ich schneide hier jetzt einfach mal überall in dieses ganze Klebeband rein. Es ist nicht so leicht. Es wurde schon sehr creative zugeklebt. Hier kann man auf jeden Fall nichts sagen. So, dann geht das Ganze hier auf. So, und wir haben eine Menge Papier und das Laowa 24mm F14. Oh, das tut weh, das zu lesen, aber 2x Makro Pro Objektiv. Gut, ich hole es hier mal heraus. Den großen Umkarton können wir jetzt, glaube ich, mal zur Seite packen. Und hier ist das gute Stück jetzt. Aktuell sieht es noch nicht so Premium aus, muss ich sagen. Aber ich schlitze jetzt auch mal hier diese Seite auf. Okay, okay, jetzt fange ich an zu verstehen, was Kilian gemeint hat. Wir haben einen Koffer. Was für ein Objektiv
kommt bitte in einem verdammten Koffer daher. Gut, und noch mal eine Tragetasche. Das ist auch krass. So, ich meine, ich kenne das, dass Objektive in so eine kleinen Box quasi kommen, in so einer kleinen Stofftasche. Aber so eine richtige Tragetasche, die man sich so umhängen kann. Gut, ich meine, das ist auch ein super langes Objektiv, was ja auch nicht so häufig vorkommt. Aber gut, schauen wir mal gleich, wie das dann da reinpasst. Ich habe jetzt mal hier diesen Karton. Karton ist vollkommen falsch. Es ist ein Koffer. Und er hat sogar einen Code, den man einrichten kann scheinbar. Okay, ich wollte gerade fragen, wie man das jetzt aufmacht, aber das hat die ganze Frage schon erledigt. Man muss diese Dinger zur Seite ziehen. Ey, was hat das gerade für einen Schlag getan? Boom! Und dann ist das Ding offen. Und hier ist dann wahrscheinlich gleich das Objektiv drin. Erstmal haben wir aber eine Menge Zettel. Laowa, Garantiekarte, dies, das. Hier noch ein Micro-USB-Kabel, das man für das Licht vorne braucht. Aber das große Spannende ist jetzt hier direkt in der Mitte. Warte, erstmal hier noch ein anderes USB-Kabel. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Sogar vakuumverpackt. Habt ihr schon mal ein vakuumverpacktes USB-Kabel gesehen? What the damn? Aber gut, schauen wir uns erstmal kurz das Objektiv an. Ich halte es auch selber nicht mehr aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der Koffer fällt hier gleich um, wenn man nicht aufpasst. So. Und hier habe ich das gute Stück, das Riesenobjektiv. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hole es jetzt mal hier raus. Ich meine, wie lustig sieht bitte dieses Objektiv. Ich meine, komm schon, Leute. Wie sieht das denn aus? Das ist so ein richtiger Schnorchel einfach. Ich meine, wir haben hier auf der Hinterseite, jetzt hier auch mal ein bisschen näher ranzoomen, ein ganz normales Objektiv-Bajonett für Canon, auch in der normalen Vollformatgröße quasi. Aber wir sehen schon, irgendwie ist hier ein relativ kleines Glas drin. Und wir sehen auch, dass das Objektiv hier eigentlich relativ schnell schmal wird. Und da haben wir hier diesen riesen langen Schnorchel. Ich meine, wir haben hier vorne das wahrscheinlich kleinste Objektiv, die kleinste Objektivabdeckung der Welt. Wenn man das hier abzieht, da kann man mal sehen, wie das Ding von vorne aussieht. Auch mit den LED, mit dem LED-Ring drumherum. Den kann man übrigens dann mit diesem Micro-USB-Kabel hier befeuern. Da muss man dann hier eins von diesen Kabeln anstecken und das Ganze an eine Powerbank anschließen. Und dann bekommt es quasi Strom und kann hier vorne leuchten. Und es muss es häufig auch, denn wie gesagt, es ist ein F14-Objektiv. Also es hat eine super, super kleine Blende, was eigentlich bei der Länge und der Form nicht so ein großes Wunder ist. Aber F14 ist schon verdammt wenig. Aber ich möchte mal gerade noch ganz kurz, einfach weil ich es so mega lustig finde, hier bei dieser Kamera, ist übrigens meine erste Spiegelreflexkamera, die 600D, weil alle anderen Kameras gerade hier dieses Unboxing aufnehmen, das Objektiv abmachen. Das sieht eigentlich relativ normal aus. So sollte irgendwie eine Kamera aussehen, aber wenn ich das jetzt hier mal abmache, dann kann ich quasi stattdessen mal das Lamovo dran machen. So. Das fühlt sich schon so falsch an. So, das ist jetzt das Objektiv auf der Kamera. Leute, soll ich mal ein paar Fotos von euch machen? Wow! Nee, also ich... Ich weiß nicht, ich komme gerade gar nicht aus dem Staunen mehr raus. Ich meine, wie bescheuert sieht das bitte aus? Wie verdammt bescheuert. Aber ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ich probiere ein bisschen rum. Ich schaue mal, was ich vielleicht auch bei dieser winterlichen Dunkelheit trotzdem für ein paar schöne Shots mit dem Objektiv hinbekommen kann, damit ihr auch mal ein paar Testaufnahmen davon seht. Und dann sehen wir uns danach gleich wieder. Viel Spaß.
Ja, das waren jetzt also quasi meine ersten Gehversuche mit dem neuen Objektiv. Ich hoffe, die Aufnahmen haben euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, mit dem Ding einfach mal ein bisschen kreativ zu werden, weil in der Hinsicht ist es wirklich genau das, was ich mir erhofft hatte. Das zwingt einen so richtig out of the box zu denken und mal sich neue Sachen zu überlegen, die man normalerweise mit Standardobjektiven nicht machen kann. Das macht eine Menge Freude und ich glaube, wenn man noch ein bisschen Übung reinsteckt und noch ein bisschen besser das Objektiv kennenlernt, dann kann man damit auch noch viel geilere Sachen machen als das, was ich jetzt hier gerade in ein paar Stunden auf die Beine stellen konnte. Und ja, ihr habt richtig gehört, in ein paar Stunden, das ist schon nämlich der erste Punkt, den ich mal an der Stelle noch ansprechen würde. Dieses Objektiv ist kein Run-and-Gun-Objektiv. Es hat so viel länger gedauert, Shots aufzubauen damit, wie ich das erwartet hatte. Und es hat auch so viel länger gedauert, die Shots dann zu perfektionieren. Manche von denen habe ich irgendwie 30 Mal gemacht, bis ich die dann irgendwie hinbekommen habe, weil das Objektiv eine Menge Eigenheiten hat, die man vielleicht so ein bisschen erwartet, aber ich zumindest hätte nicht erwartet, dass sie so stark sind. Zum Beispiel ist es super schwierig, Aufnahmen mit diesem Objektiv zu machen, bei dem man manuell den Fokus zieht und die Aufnahmen trotzdem nicht verwackelt, weil das Objektiv ist mega lang und wenn man dann da hinten so ein kleines bisschen wackelt, dann wackelt es vorne ganz extrem und ja, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein und auch die Farben waren irgendwie seltsam schlecht bei dem Objektiv. Ich meine, klar, es gibt Qualitätsunterschiede bei der Farbwiedergabe zwischen günstigen Objektiven und teuren Objektiven, aber das hier ist nicht nur eines der teuersten Objektive, die ich jemals gekauft habe, sondern gleichzeitig auch das mit den mit riesengroßen Abstand schlechtesten Farben, die ich je gesehen habe. Den Weißabgleich mit dem Objektiv einzustellen, ist so ein bisschen wie so ein Rodeo-Ritt. Das will immer in so eine ganz andere Richtung als man selbst und man muss so richtig dran ziehen und irgendwelche Einstellungen an der Kamera treffen, die man noch nie zuvor getroffen hat, weil man es noch nie so extrem gebraucht hat, die Farben zu korrigieren. Aber ich denke, wenn man da ein bisschen Übung hat und dann ganz viel in der Nachbearbeitung noch regelt, kann man damit trotzdem umgehen. Ich fand es nur krass, dass das wirklich so riesengroß war, quasi der Unterschied, oder dass die Farben halt eben so schlecht waren. Was ich auch anders erwartet hätte, als es tatsächlich war, ist die Problematik mit der Blende F14, weil ich habe gedacht, das große Problem dabei wird halt sein, dass man wenig Bokeh hat und die Lowlight-Performance halt leidet, beziehungsweise halt das Bild sehr stark rauscht. Aber Bildrauschen fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich habe jetzt mit einer A7S gefilmt, die ist ja allgemein sehr stark von der ISO-Performance und da kam man eigentlich relativ gut damit klar. Und auch Bokeh hat man durch die Makrofähigkeiten quasi des Objektivs sehr, sehr gut hinbekommen können. Aber es gab eine andere Sache, die mich genervt hat, denn die kleinsten Dreckkrümel auf dem Sensor werden bei Blende F14 sofort sichtbar. Ich bin jemand, der hält seinen Sensor eigentlich normalerweise relativ sauber und mit allen anderen Objektiven, die ich benutze, ist es wirklich überhaupt gar kein Problem, aber mit dem ist es echt, da muss der Sensor picobello sein, sonst sieht man das sofort, einfach weil die Blende so weit zu ist und dann viele Dreckkrümel, sage ich mal, im Objektivbereich oder auf dem Sensor, die normalerweise komplett unscharf wären, sodass man sie gar nicht sieht, die werden dann halt sichtbar und das ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe zwischendurch versucht, meinen Sensor noch sauberer zu machen, um halt eben die Dreckkrümel, die ich jetzt im Bild hatte, loszuwerden, aber es war wirklich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Da muss man dann schauen, dass man das irgendwie im Nachhinein rauskriegt oder ja, wie auch immer. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen hat es extrem viel Spaß gemacht, mit dem Objektiv zu filmen. Es ist was sehr Spezielles, aber ich denke, wenn man sich für das Objektiv entscheidet, dann will man auch was sehr Spezielles haben. Ich kann es kaum abwarten, in den nächsten Monaten und Jahren immer mal wieder Aufnahmen mit dem Ding in meine Videos einzustreuen, aber ich glaube, es wird sehr selten passieren, damit es auch was Besonderes bleibt und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gerne ein bisschen Feedback unten in den Kommentaren oder via Bewertung da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.